Welcome to Bible Way. Willkommen bei Bible Way. 2021, we are organizing another health camp. 2021 organisieren wir ein weiteres Gesundheitscamp. We have invited several important speakers. Wir haben mehrere wichtige Sprecher eingeladen. We have invited Gabriel Maurer, Timo Hoffmann, Barbara O'Neill and Nicola Taubert. I am sure that they will present powerful messages that will bless us all. Und ich bin mir sicher, dass sie kraftvolle Botschaften präsentieren werden, die uns alle zum Segen dienen werden. There will be two ways to attend the camp meeting. Es wird zwei Möglichkeiten geben, an diesem Gesundheitscamp teilzunehmen. Of course, you can come physically and to Michelsberg. Man kann also vor Ort teilnehmen auf dem Michelsberg and enjoy the fellowship with us. Und dort die Gemeinschaft mit uns zusammen genießen. The second way to join our program is die zweite Möglichkeit, an unserem Gesundheitscamp teilzunehmen, ist through our live stream. Über unseren Livestream. All you need to do is communicate with us. Und dazu dürft ihr gerne mit uns kommunizieren. And we will tell you what to do. Und wir werden euch dann anweisen. I hope that you will spread this message to everyone you know. Ich hoffe, dass ihr diese Nachrichten mit allen teilt, die ihr kennt. Receive the blessings God has in store for all of us during this health camp. Dass ihr alle den Segen bekommen könnt, den Gott für uns bereithält während diesem Gesundheitscamp. Come and join us. Bitte kommt und nehmt teil. God bless you. Gott segne euch. Wenn sich jemand entschieden hat, gesund zu leben, das ist einfach. Wenn sich jemand entschieden hat, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen, weil das gesund ist, überhaupt kein Problem. Aber bis wir uns entscheiden, ah, nee, heute regnet es, nein, heute scheint die Sonne, nein, heute... Und da wird es schwierig. You know, we might go on Sabbath to church. Wir gehen vielleicht am Sabbat zur Gemeinde. But we might be unclean. Aber vielleicht sind wir unrein. He is truly the author of the physical law as he is of the moral law. Also in der Geschichte irgendwelche Punkte, die uns irgendwelche Angaben machen. Also andere Menschen darauf hinweisen, dass sie geschehen, aber nicht erklären, warum sie geschehen. Jesus sagte deutlich mehrmals, Zitat, freies Zitat von Matthäus 24, 6, beachte die Zeichen und erschreckt nicht. Seht ihr das? Immer wieder diese Aufforderung, sich nicht zu fürchten. Im Boot bei den Jüngern, fürchtet doch euch nicht, das verändert eure Sichtweise über die Zeichen der Zeit, wenn ihr Angst habt. Hier wieder in Matthäus 24, erschreckt nicht, achtet auf die Zeichen, aber erschreckt nicht dabei, denn es verändert eure Sicht über die Zeichen der Zeit, wenn ihr Angst habt. And for those students that have been trained, this is what physician means. Für die Studenten, die ausgebildet wurden, das ist das, was das Wort Arzt in diesem Zusammenhang bedeutet. Oh.